Einen schönen guten Morgen. Wahrscheinlich wird das Video aber abends kommen. Ja, heute Thema Bizeps und ich habe nicht den größten Bizeps, aber wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr dünne Arme hatte mein Leben lang. Ja, mit 15, 16, 17 hatte ich echt Zahnstocher. Also ich war ja einer der Jungs von der Sorte, die halt wirklich, wirklich dünne Arme hatten. Also ich glaube, mit 29 cm Armumfang gestartet und jetzt weiß ich nicht. Aktuell sind sie, glaube ich, so dick wie noch nie, aber ich bin auch im Moment ziemlich pummelig, sage ich mal, für meine Verhältnisse. Ich glaube, jetzt habe ich so einen Arm von, weiß ich, 38, vielleicht auch mehr. Für mich ist das ganz gut und ich denke, ich weiß auch, wie ich ja, Fortschritte mache jetzt bei meinen Armen. Und ich mache auch stetig Fortschritte. Ist halt schwierig, weil Arme sind bei mir ja einfach eine Schwachstelle, an der ich schon lange arbeite. Und ich habe das Gefühl, da muss ich echt, sage ich mal, ins Trickrepertoire greifen, um meine Arme zum Wachsen zu bringen. Ja, heute ist Thema Kurzhantelcurls und die Kurzhantelcurls habe ich sehr, sehr lange Zeit extrem ungern gemacht. Ich fand sie einfach nicht gut. Ich fand Langhantelcurls viel, viel besser, weil ich da viel mehr den Bizeps gespürt habe. Ich konnte nicht so stark abfälschen und allgemein habe ich einfach beim Kurzhantelcurls den Bizeps irgendwie nie gespürt. Aber aktuell sind Kurzhantelcurls meine Lieblingsübung und wenn ich nur eine Übung für den Bizeps wählen dürfte, dann würde ich, glaube ich, Kurzhantelcurls wählen. Und warum das so ist und worauf man achten muss, damit auch Kurzhantelcurls für dich zur Lieblingsübung werden kann, das erfährst du jetzt in dem Video und in dem Tutorial. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Fitnessstudio wieder. Bis gleich. Oh ja, kommen wir direkt zu Punkt 1. Und Punkt 1 ist die Haltung. Fast wie bei jeder Übung, Brust raus, Schulter nach hinten, Po und Chor anspannen und nicht ins Hohlkreuz gehen. Punkt 2 ist fast der wichtigste Punkt und zwar ist das die Bewegung und die sollte ohne Schwung erfolgen. Ihr solltet quasi euch vorstellen bzw. das Ziel haben, zu jedem Zeitpunkt der Bewegung anhalten zu können. Könnt ihr nicht mitten in der Bewegung anhalten, heißt das, ihr habt Schwung genommen. Und deswegen einfach etwas weniger Gewicht nehmen und dafür wirklich kontrolliert und ohne Schwung arbeiten. Da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt und zwar ist das die, die Range of Motion bzw. wie solche Bewegungen verlaufen. Und die meisten Leute ziehen die Hantel quasi nach oben zur Schulter. Die curlen nicht wirklich, sondern sie ziehen einfach und denken, sie müssen die Kurzhantel von unten bis oben zur Schulter bringen. Dabei ist es eher eine Kreisbewegung. Also ihr solltet euch vorstellen, die Hantel quasi in einem etwas mehr als Viertelkreis zu bewegen. Von unten bis etwas mehr als 90 Grad, so weit wie es halt geht, ohne dass ihr den Unterarm zu weit nach vorne schiebt. Das heißt, die Bewegung fängt unten an, ihr schiebt die Kurzhantel nach vorne und dann geht sie nach oben und nicht irgendwie direkt von unten nach oben. Der nächste Punkt ist der Oberarm. Ihr seht, mein Oberarm geht leicht nach vorne und das ist auch okay, aber es sollte nicht übertrieben sein, dass ihr den Oberarm irgendwie so weit nach vorne schiebt, dass er schon parallel zum Boden ist und eure Hantel irgendwo am Kopf ist. Die Hauptbewegung ist das Beugen des Oberarms und nicht das Hochschieben bzw. das nach vorne schieben des Oberarms. Klar, teils wird der Bizeps noch extra aktiviert oder es ist eine Funktion des Bizeps auch, den Oberarm leicht nach vorne zu schieben, aber ihr wollt hier keine vordere Schulterübung draus machen, deswegen den Oberarm halbwegs starr lassen. Die Handgelenke sollten, wie auch im allgemeinen Bizeps-Video erklärt, immer gerade bleiben. Ihr solltet die Handgelenke weder zu weit nach hinten knicken noch zu weit nach vorne knicken. Die Handgelenke sind wirklich eine Linie mit dem Unterarm und das auch zu jedem Zeitpunkt der Bewegung. Ob ihr das Ganze jetzt so macht wie ich, das heißt erst den linken Arm, dann den rechten Arm, also alternierend, oder ob ihr die Curls gleichzeitig ausführt, hat beides Vor- und Nachteile. Ihr habt natürlich den Vorteil jetzt, wenn ihr abwechselnd macht, dass ihr euch auf den jeweiligen Arm wirklich konzentrieren könnt. Der Nachteil ist, dass ihr vielleicht nicht durchgehend Spannung auf dem Arm habt, aber dafür, sage ich mal, länger Spannung, was ja auch wieder ein Vorteil ist. Ihr solltet natürlich unten, wenn ihr den Arm gerade lasst, trotzdem Spannung auf dem Bizeps spüren und das werdet ihr auch, vorausgesetzt ihr habt den Arm so halbwegs noch in einem Untergriff und nicht in einem Hammercurl-Griff in der untersten Position. Warum man den Arm dabei noch eindreht oder warum ich ihn eindrehe, ist ganz einfach und zwar der Bizeps Brachii hat auch die Funktion quasi euren Oberarm vom Obergriff in den Untergriff zu bringen.
Das habe ich vielleicht im Eingangsvideo falsch gesagt, tut mir leid, da war ich weiß nicht, aufgeregt oder so. Aber der Brachialis hat die Funktion quasi dann in diesem Obergriff oder in diesem Hammer-Curl-Griff zu curlen. Das macht der normale Bizeps nicht so stark wie der Brachialis. Dafür dreht der Bizeps Brachii aber den Unterarm vom Obergriff in den Untergriff. Das waren soweit alle Punkte. Noch ein kleiner Kniff bzw. Trick. Ihr solltet euch bei den Bizep-Curls, egal ob Kurzhantel oder Langhantel, eher euch bemühen, mit dem Handballen zu drücken. Also nicht eure Finger zu benutzen, sondern euren Handballen. Und dann auch möglichst die Seite, wo der kleine Finger ist, mir fällt das Wort gerade nicht ein, wirklich mit der Seite drücken. Und quasi eher so eine leichte Außenrotation machen mit dem Handgelenk, während ihr nach oben drückt, beziehungsweise so vorstellen, sodass ihr wirklich nur mit der Seite, wo der kleine Finger ist, drückt. Ihr werdet merken, dadurch spürt man den Bizeps deutlich besser und mir hat das Ganze sehr geholfen. So, das war's jetzt aber auch wirklich. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Willkommen zurück. Ja, Kurzhantel Curls. Jetzt noch einmal schnell, welches Volumen, welche Wiederholungsanzahl und welchen Tipp würde ich dir geben? Also Wiederholungsbereich ist bei Kurzhantel Curls halt echt sehr variabel. Man kann damit relativ schwer trainieren, da kann nicht viel passieren, außer dass du halt die Übung ineffektiv werden lässt, indem du extrem cheatest und extrem abfälschst. Aber meine Empfehlung, Wiederholungsbereich, 8 Wiederholungen pro Seite bis zu 15 Wiederholungen. Wie oft die Woche? So oft du Arme trainierst? Nein. Also ich würde allgemein bei den Armen oder auch beim Bizeps immer ein bisschen variieren, das heißt Kurzhantel Curls mit halt Kurzhanteln und dann vielleicht auch einarmige Curls dann mal am Kabelturm, wenn sie dir gefallen, mal normale Langhantel Curls, wo du halt durchgehend einen geraden Griff hast, dann vielleicht Kurzhantel Curls mit Eindrehung, dann mal ohne Eindrehung, also quasi die Arme komplett gerade lassen. Das sind halt alles Möglichkeiten und Variationen, die ich mit einbringen würde, nicht immer stur, einfach exakt das gleiche machen. Und ich würde Kurzhantel Curls, also ich persönlich mache sie 3-mal die Woche aktuell oder 4-mal sogar, aber dafür natürlich nicht so viel pro Bizeps-Training, sag ich mal. Aber es bin ja nur ich. Ich will meine Arme auf Vordermann bringen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich würde meine Empfehlung, 3-mal Curls die Woche, egal welche Variation. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird Langhantel Curls sein und das wird vorerst das letzte Tutorial sein. Aber ich werde noch welche nachdrehen zum Thema Bauch, zum Thema Po. Die werden nur etwas später kommen. Ja, wir sehen uns. Wenn dir gefällt, was ich mache und meine Videos gefallen, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Und bis dahin.